Wow. In case of implosion, look directly at implosion. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Da muss ich sofort rein, wenn es geht. Die verhindert, dass alles ins Leere stürzt. Ja, die Bodenplatte hält das Ding zusammen. Ah. Shen. Dummerweise sehe ich keine. Ein Laser, ein Laser. Dann zerschnipp. Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. So. So ist es gut. Das ist ja cool. Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Ja. Warte. Jetzt ist alles mit Nervengift überschüttet. Der Druck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Oh oh. Directly look at implosion. Der hat mir gesagt, ich soll direkt auf die Implosion schauen. Der hat das gesagt. Da rein. Der hat gesagt, wir sollen da rein. Whee! Mit Luftschlangen. Und der Ladebildschirm. Boah, das ist cool. Das ist einfach nur cool. Ich kann gar nicht betonen, wie cool das ist. Aperture Laboratories. Ja. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Das ist cool. Das ist so eine Röhre zu fliegen. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Achterbahn. Das ist spitze. Das ist cool. Da hast du allerdings recht. Das ist echt geil. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ah, das ist die falsche Richtung. Geh zu ihr, ich komm nach. Oh Mann, ja, du hast irgendwas nicht bedacht, du Bauer. Weiter geht's. Mit dem Ladebildschirm mal wieder. Aber, ey. Nervengift gekappt. Und auch sonst die Türme ausgeschaltet. Cool. Wir werden sie vernichten. Vernichten. So. Ich habe nichts gesagt. Da hoch. Aber das kann es doch noch nicht gewesen sein jetzt. So. GLaDOS Emergency Shutdown and Cake Dispensary. Und unverschlossen halten. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Nein! Ich will nicht! Das war wirklich reizend, aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Das ist meine Chance. Ha, ha, GLaDOS. Du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Da kommt da unser Hallo. Kollege. Hallo! Ich hasse dich so sehr. Bahn, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut.
Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Das heißt, der kommt jetzt in GLaDOS. Du machst wohl Witze. Das ist GLaDOS jetzt. Ersatzkern akzeptiert. Okay. Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Das ist ja geil. Für den Transfervorgang? Nein. Doch. Nein. Geh sterben, GLaDOS. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Außer ein Hard-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Handauflösungstaste zu drücken. Handauflösungstaste. Hol mich raus, lass mich drin. Los, mach es. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt. Ich bin berechtigt. Nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Wie komme ich da rein? Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstelle. Wie komme ich da rein? Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Geht doch. Auf damit. 3, 2, 1. Krepier! Zurück zur Kerntransferstation. Warte, und wenn das weh tut, wenn das richtig weh tut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Das tut schon nicht weh. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Hände weg von mir. Nein, stopp, nein! Krepier! Ey, wenn klar, dass das unser Kollege ist, das ist cool. Partner! Nö. Cool. Unwichtig mich. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Was machst du für ein Mist? You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach. Das ist cool. Unfassbar, wie klein du bist. Cool. Das ist der absolute Hammer. Ich hätte das nicht erwartet, Mann. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Nein. Was tust du da? Nein. Nein! Nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Hey! Ah! Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen endlos starken dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Nein, du lügst. Du bist der Tumor. Du bist kein normaler Schwachkopf. Du wurdest so konzipiert. Ich bin kein Schwachkopf. Ja, du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen sollte. Na, was sagst du jetzt? Wer ist hier der Schwachkopf? Hallo, GLaDOS. Nein! Ich hab gedacht, wir wären endlich frei. Und jetzt? Jetzt ist Speedlay GLaDOS und will uns... Epische Science Innovators. Cool, neuer Ladebildschirm.
Was ist denn das für eine krasse Wendung? Teil 6, der Sturz. Na, wie läuft's? Ich bin eine Kartoffel. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Das heißt, ich bin jetzt mit GLaDOS verbündet. Oh. Wollte ich nicht. Weil das dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben. Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Okay. Mach ich? Hey, mach ich. Ich will jemanden zum Labern haben. Oh, sicher ist GLaDOS jetzt tot und dann sind wir wieder alleine. Sicher. Schon wieder laden. Aperture Science Innovators. War das jetzt schon das Kapitel der Sturz? Ein Vogel frisst GLaDOS. Hilfe! Super, jetzt sind wir alleine und Wheatley, dieser Penner, hat uns verraten. Was soll denn das für ein Mist? Das Wasser sieht cool aus. So, am Rande. Wo sind wir? Nein, ich will nach draußen. Wann haben wir es endlich geschafft hier? Da können wir durch, glaube ich. Jo. Okay, dann kommt, dann geht's jetzt weiter. Andererseits will ich das Spiel gar nicht schaffen. Das ist zu gut dafür, geschafft zu werden. Das ist, ja, abartig. Ohne Witz, die Story, das ist krank gut. Das ist einfach nur krank gut. Ich weiß gar nicht, ob man die Wörter so vermischen darf, aber es ist einfach so. So, da kann ich ein Portal hinsetzen und da kann ich ein Portal hinsetzen. Das heißt, ich gehe einfach mal hier hoch. Dann, kann ich da irgendwie... Wohin muss ich denn gehen? Was ist das hier alles überhaupt? Keep out. Do not enter. Was zur Hölle? Condemned Testing Area. Was heißt nochmal condemned? Ich glaube, das war quasi abgeschafft wurde. Ich soll nicht in die Richtung, meine. Oder? Ja, das sind die ganzen weggeworfenen Testgebiete. Oh, fuck. Und da soll ich jetzt rein. Da soll ich jetzt rein. Dein Ernst, Spiel. Dein Ernst. Und wohin bringt mich das hier jetzt? Nicht dahin, wo ich will. Wie komme ich da rein jetzt? Ach stimmt, bin ich hier? Da oben, perfekt. Okay, dann gehen wir mal hier drauf. So. Und wir sollen jetzt wirklich in die abgestoßenen Testgebiete rein. Und dahin gehen. Oh mein Gott. Und der sagt mir noch, dass ich nicht rein soll. Aber wir können irgendwo anders hin. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Oh, Mann.